Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ja, es geht weiter mit unserer kleinen Challenge heute. Und ich muss jetzt mal schauen, ich glaube, es sind jetzt wieder neue Pferde drin. Ich habe es nicht mehr geschafft, das Zertifikat zu bekommen. Knapp verpasst. Also lasst uns als erstes mal schauen, was wir jetzt hier drin haben. Ritter und Alice. Ritter und Alice. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt lasst uns mal nach Ritter und Alice gucken in im Horsepedia. Moment! Okay, Leute, ich habe jetzt gerade mal geschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, der Ritter, der gefällt mir im T4 schon mal nicht so gut. Also, das würde ich mir jetzt tatsächlich nicht holen, das Zertifikat. Gucken wir jetzt mal noch nach Alice. Oh, Alice ist hübsch. Alice gefällt mir sehr, sehr gut. Die hat leider Geschwindigkeit als T4, nur auf Gold und ohne Krone. Aber die finde ich echt sehr, sehr hübsch. Die finde ich echt mega hübsch. Die finde ich generell eigentlich in allen Formen ziemlich hübsch. Von daher würde ich sagen, würden wir uns Alice holen. Zack, Alice T4 freigeschaltet. Also die finde ich echt schön. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich sie nur züchten. Das Zertifikat habe ich, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt können wir hier erstmal wieder ranklotzen. Können wir mal Miracle hinschicken. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier neue Steinchen verdienen. So, Alice. Alice, Alice. Who the fuck is Alice? So, mal kurze Party-Exkurs hier. So, und wir werden jetzt natürlich erstmal wieder noch versuchen, unser buntes Knallbonbon zu züchten. A.K.A. Amor T3. So. Ich hatte jetzt einen Kommentar bekommen, dass jemand auch hofft, dass wir das Ganze auch mit einem Amor T2 machen. Müssen wir mal schauen. Also, die Amor T2, die gefallen mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Die finde ich auch eins rauf mit Sternchen. Eins rauf mit Mappe. Die finde ich sehr, sehr schön auch. Also, können wir durchaus auch mal noch ins Auge fassen. So, jetzt versuchen wir aber erstmal noch das Knallbonbon zu züchten und dafür gibt es erstmal gratis Werbung. So, weiter geht's. 22er Chance auf ein buntes Knallbonbon. Und es leckt wieder so, das macht mich ganz wuschig. Nein, wir sind knapp dran vorbei, ich fasse es nicht. Grrr. Was ein Scheiß hier. No, no, no. Es ist doch nicht wahr. Ich fasse es einfach nicht. So, hier. Jetzt wird erstmal Nassim veräppelt. So, ich wollte ja noch zeigen, wie das funktioniert. Pikachu, ein Pferd aufzuleveln. Wenn euer Pferd Level 10 ist, bekommt sie die weiteren Aufstiege, Levelaufstiege auf 11, 12, 13, 14, 15. Die Möglichkeit, eine Fähigkeit zu bekommen. Das sieht dann so aus, dieses Rad. Das hier ist ein ganz schlechtes Rad, weil wir haben hier nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir können hier überhaupt keine Fähigkeit bekommen. Wenn man Fähigkeiten verbessern kann, dann sind das entweder die Fähigkeiten Geschwindigkeit, Ausdauer, Springen oder aber auch eine Wettervorliebe. Und darüber könnt ihr euer Pferd leveln. Das jetzt nur funktioniert, wenn das Pferd 15 ist, das zeige ich euch auch mal noch. So. Hoffe ich mal, dass wir wenigstens Diamanten bekommen. Nein. Ah, das ist das, was ich am allerwenigsten gebraucht hätte. So, hier seht ihr das jetzt. Wir können jetzt hier die Ausdauer hochbekommen auf Silber mit zwei Schleifchen oder aber Regen als Wettervorliebe. Und wir bekommen wieder nur den Müll. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das Spiel trollt mich heute, aber sowas von fett. Ah, ja gut. Wir werden mal weiter leveln. Naja, gut. Ja, und wie ist es jetzt möglich, ein fertig ausgeleveltes Pferd weiter zu leveln? Das geht, ihr Lieben, über diese Rennen hier. Wo wir jetzt ja hier bei Australien auch schon relativ weit sind, wollte ich sagen, ist das Pferd zurückgesetzt. No!
Ihr seht es aber, wenn ihr hier länger auf das I drauf drückt. Ihr müsst erst 600 Meter zurücklegen, in einem weiteren Rennen 1200, in noch einem Rennen 1800, in noch einem Rennen 2400 und dann könnt ihr eine Wetterverbesserung bekommen. Also ihr könnt leider nicht direkt 5000 Meter laufen und bekommt alles, das funktioniert so leider nicht. Leider, muss ich wirklich sagen. Ich wünschte, es wäre anders. Ihr müsst jedes Mal diesen Meilenstein schaffen. Und das ist, je nach Rennen wird es immer ekelhafter von der Distanz, die ihr zurücklegen müsst. Hier zum Beispiel kommen wir auf 6000 Meter und das ist hier echt nicht angenehm auf diesen Maps. Also darüber könnt ihr eure Pferde leveln, wenn sie denn schon ausgelevelt sind. So viel dazu. Und ich bekam jetzt einen Tipp, den muss ich mir aber nochmal durchlesen, wie man das am besten macht, wie man die Pferde schon mal aufs Leveln vorbereitet. Da muss ich nochmal reinlesen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich werde nochmal eine Folge machen, eine extra Folge, die wahrscheinlich ganz kurz werden wird, nur mit Tipps zum Leveln. Also das mache ich auch mal noch, aber nur, dass ihr das hier schon mal so ein bisschen mitbekommen habt. Denn wie gesagt, es gibt noch Tricks und Tipps, wie ihr eure Pferde noch besser leveln könnt, zielorientierter leveln könnt. Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinlesen. Das teile ich euch auf jeden Fall noch mit. So Leute, lasst uns nach Mexiko gehen. Wie Regen. Wir haben Mistwetter in Mexiko. Das gibt's ja nicht hier. So, Herzchen wollte ich verbessern. Dass ich das noch erleben darf. So, jetzt müssen wir hier erstmal nur 600 Meter zurücklegen. Das haben wir mega schnell abgeschlossen. Da muss man sich jetzt auch nicht wirklich konzentrieren. Im Gegenteil, wenn man das Rennen einfach nur nach den 600 Metern schnell beenden möchte. Ich hätte jetzt hier eigentlich die Sachen gar nicht kaufen brauchen. Das war eigentlich rausgeschmissenes Geld. Weil die 600 Meter, die hat man so schnell zusammen. Und dann ist es eigentlich fast sinnvoll, sein Pferd so schnell wie möglich platt zu reiten. So, guck mal, weil wir kriegen immer wieder Ausdauer dazu. Und da es ja nicht zählt, wenn wir alles auf einmal reiten, bin ich eher ein Freund davon, wenn ich jetzt wirklich zügig das Pferd leveln möchte und bis dahin freispielen möchte, dass ich es dann einfach so schnell müde mache wie möglich. So, das heißt, wir lassen jetzt hier erstmal das Schild wegbrechen, indem wir es in Hindernis reinrennen lassen. Und dann gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert. Jetzt haben wir schon die 1000. So, jetzt haben wir ein bisschen Ausdauer verbraucht. Das haben wir jetzt nicht mitgenommen, weil wir gerade den Boost aktiv haben. Damit boostet man auch durch die Hindernisse. Hier nochmal das Gleiche. Hier nochmal das Gleiche. Jetzt ist der Boost aufgebraucht. Jetzt ist Herzchen ein klein bisschen müder geworden. Und jetzt ist sie ganz müde. Guck mal, 1250 Meter knapp, ohne dass wir uns überhaupt angestrengt haben. Also es ist in Mexiko sehr, sehr einfach. Das ist einfach so. So. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Ich habe das letzte überhaupt nicht freigespielt, weil mich das Pferd nicht so interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir gerade keine? Haben wir gerade keine? Was? Was kann man denn gerade bekommen? Wir haben Alice noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein Fail. Was ein Fail. Mir fehlen noch 4 Punkte. Egal, die werden wir ja irgendwann noch bekommen. Was können wir denn gerade bekommen? Leute, ich weiß gerade gar nicht, was wir kriegen können aus den Truhen. Welche Pferde sind denn da gerade drin? Ich weiß es nicht. Ich bin ja, also da bin ich jetzt gerade überfragt. Yeah.
Oh, oh, verflixt. Stimmt, ich muss ja unten rechts reinklicken. Und nicht einfach irgendwo. Ja, also da weiß ich jetzt gerade echt nicht. Da müssen wir mal gucken. Gut, wir werden es ja erfahren nach dem Rennen. Ob wir momentan überhaupt irgendwas bekommen können oder ob wir gerade eigentlich eher nur Müll bekommen. Hm. Wollen wir mal eine? Nee, 60 Diamanten ist mir eigentlich zu teuer dafür. Das ist mir eigentlich zu teuer dafür. Leute, ich würde mich jetzt aber für heute erstmal verabschieden. Ich werde mal noch ein bisschen das ein oder andere freispielen an Renninhalten. Ich weiß gar nicht, wann das wieder zurückgesetzt wird, das nächste Mal. Da bin ich gerade überfragt. Da muss ich noch mal bei mir auf dem Discord fahnden. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir möglichst viele Möglichkeiten haben, Herzchen zu verbessern in den nächsten Folgen. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn dann unsere Challenge immer mehr Fahrt aufnehmen wird. Bis dahin, tschüss!